Handy und Beamer in einem? Das verspricht das Blackview Max One und scheitert kläglich in beiden Punkten. Wir verraten euch, warum das so ist. Die Idee an sich ist gar nicht mal so neu. Auch Motorola und Samsung haben das schon versucht. Und jetzt ratet mal, ob das funktioniert hat. Dass sich Beamer-Handys nicht durchgesetzt haben, hat eben gute Gründe. Echte Projektoren sind groß, schwer, laut und brauchen viel Strom. Der Projektor im Blackview Max One ist dagegen ein Witz. Er wirft zwar ein scharfes HD-Bild an die Wand, allerdings mit einer Helligkeit von 28 Lumen. Wem das nichts sagt, ein kompakter Hosentaschenbeamer schafft ungefähr 100. Etwas größere, noch portable Projektoren strahlen schon mal mit 1000 Lumen. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, worauf ich hinaus will. Das Beamerbild des Blackview Max One ist wahnsinnig dunkel und wird noch dunkler, je heller der Raum ist oder je größer der Abstand ist. Und auch der Sound lässt kein Kinofeeling aufkommen. Blackview verbaut ganz passable Monolautsprecher im Beamer-Handy, einen Film könnt ihr euch aber darüber nicht reinziehen. Allerdings könnt ihr euch auch die passenden Bluetooth-Lautsprecher dazu kaufen. Das macht das Bild aber auch nicht besser. Beim Handy selbst handelt es sich um ein Gerät der unteren Mittelklasse. Die schwache Performance entspricht sogar eher einem Einsteiger-Handy. Wo das Blackview überzeugt, ist sein OLED-Display. Und die starke Akkulaufzeit mit mehr als 11 Stunden. Das war's aber auch. Der Speicher ist mit 64 GB ganz okay. Die nötigsten Funkmodule und Anschlüsse sind an Bord. Auch USB Typ C. Die Single-Kamera enttäuscht hingegen völlig. Die Bilder sind verrauscht, detailarm und haben selbst bei der Farbdarstellung arg zu kämpfen. Bei wenig Licht haben die Fotos sogar einen intensiven Blaustich und verlieren jegliche Schärfe. Insgesamt habt ihr es also mit einem schwachen Mittelklasse-Handy zu tun, in dem ein gleichfalls schwacher Beamer steckt. Und dafür verlangt Blackview rund 620 Euro. Stellt sich also die Frage, lohnt sich das? Ehrlich gesagt, nee. Setzt lieber auf ein günstiges Handy mit einem portablen Beamer. Na, seht ihr das? Also ich auch nicht. Der Beamer ist wirklich ziemlich schwach. Was haltet ihr denn von so einer Idee? Würdet ihr euch so ein Handy kaufen? Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.